Auch Abstiegskampf kann ja stimmungsvoll sein. Volle Hütte heute im Leuna Chemiestadion gegen Dresden waren es 11.800 Zuschauer. Heute sind hier über 12.700 versammelt. Saisonrekord zum Showdown in Halle. Der HFC, er braucht dringend den Sieg und schaut morgen dann nach Oldenburg. Die Essener, sie werden ja mit einem Punkt durch. Da ist also heute ordentlich Druck auf dem Kessel. Der Blick auf die Aufstellung des halleschen FC. Da gibt es nur eine einzige Änderung gegenüber dem 0:2 in Saarbrücken. Niklas Kreuzer ist wieder zurück, steht in der Startelf hinten rechts. Zuletzt hatte da ja Youngster Haaland gespielt. Er in der Viererkette mit Hug, Landgraf und Niedfeld. Davor Zazar, Geirat und Denis für die Offensive. Stetschik, Berko und Müller leider immer noch verletzt. Halles Topscorer Tom Zimmer schied hinein ins Spiel. Eckball für Essen. Götze verlängert und dann steigt Herzenbruch hoch. Zazar kann die Situation in dieser Szene bereinigen. Erste gute Möglichkeit für den Aufsteiger. Und da war schon eine kleine Portion Glück auch dabei. So einer kann nämlich ganz schnell mal reinrutschen. Und dann rennst du hier einem Rückstand hinterher. Vierte Minute. Wie reagiert der HFC? Mit einer schönen Idee, Geirat auf Denis, der Winkel war dann aber doch zu spitz. Direkt im Gegenzug nimmt dann Essen wieder Fahrt auf über Kefkir, der da ganz viel Rasen vor sich hat. Steilpass, Engelmann läuft durch und dann sieht's irgendwie wüst aus. Tuhuwabu hinten im Hallenser Strafraum, traut sich keiner so richtig hinzugehen. Die Schwarzen immer noch im Ballbesitz und dann Young mit dem Abschluss harmlos. Man merkt den Hallensern aber deutlich die Nervosität an. Auch in der nächsten Szene bekommen sie den Ball hinten einfach nicht raus. Kefkir versucht es dann nochmal aus der zweiten Reihe. Wenn da einer aus der Abwehr den Fuß dazwischen bringt, dann kann so ein Ball durchaus auch mal reinrutschen. Und Essen macht hier munter weiter. Nächste Szene. Mit einem simplen Doppelpass wird da einfach mal die HFC-Defensive ausgehebelt. Thomas Eisfeld ans Außennetz. Viel Glück auch in dieser Situation für die Hallenser. Aufreger in der 28. Minute. Wir notieren Essen mit den gefährlicheren Offensivaktionen. Dann aber auch mal wieder der HFC. Timur Geirat kommt hier an den Ball und schickt Nico Hug auf die Reise. Der passt nach innen und dann Flippertor. Aber wer hat's geschossen? Schwer zu sagen aus dieser ersten Sequenz. Sebastian Müller jedenfalls lässt sich ordentlich feiern. Große Erleichterung auf den Rängen. Aber war Sebastian Müller auch der Torschütze? Da müssen wir gleich noch mal ganz genau hinschauen. Auf jeden Fall gibt zunächst von Kreuzer hier eine Backpfeife für den vermutlichen Torschützen. Und dann schauen wir einfach mal genau auf diese Szene. Essen kriegt das hier zunächst gut bereinigt. Dann wird Hug geschickt in die Tiefe. Der passt nach innen und dann flippert der Ball hier hin und her. Es sieht alles nach einem Eigentor von Felix Herzenbruch aus. Und das ist richtig bitter für Essen. Aber natürlich auch irgendwie erzwungen vom HFC. Halle jedenfalls führt mit 1:0 seit der 40. Minute, ist jetzt punktgleich mit den Essenern. Das wäre vermutlich der Klassenerhalt. Und dass der hier im Leuna Chemiestadion für große Freude sorgt, liegt natürlich auf der Hand. Etwas glücklich ist diese Führung hier für den HFC, das muss man wirklich sagen. Und das ist unser Halbzeitbild. Sebastian Müller und Felix Herzenbruch im Austausch klären hier wahrscheinlich, wer es wirklich geschossen hat. Hinein in die zweite Hälfte. Keine Wechsel zur Pause und die Essener im Angriff. 56. Minute. Und da kann man mal schön sehen, die haben hier durchaus noch was vor. Erster Schussversuch, Enali. Zweiter Schussversuch, dann auch noch mal Enali. Und jedes Mal wirft sich Halles Kapitän Jonas Niedfeld in die Schüsse. Starker Einsatz des Abwehrchefs, der heute ja hier sein 200. Drittligaspiel macht. Und das hat ja fast schon was von Powerplay in dieser Szene, wie im Eishockey. Belagerungszustand im rot-weißen Strafraum. Und dann ist der Ball endlich weg. Bange Blicke von oben auf den Rängen. Die Führung, sie wackelt.
Aber gemeinsam schaffen sie es. Halle wechselt dann. Müller raus, Bolicki rein. Für Kreuzer kommt Harlang, Herzog für Dennis. Und dann sind wir auch schon in der 75. Spielminute. Und wir sehen einen Freistoß für den HFC. Den tritt Timur Geirat. Und der findet den gerade eingewechselten Stürmer, der schon im Pokal in Westerhausen getroffen hatte. Und jetzt hier sein drittes Saisontor erzielt. Halle führt dank dem eingewechselten Bolicki mit 2:0. Andor Bolicki gegen Duisburg hatte er sich verletzt. Muskelfaserriss im Oberschenkel. Dann hat er sich wieder zurückgekämpft. Und hier sorgt er mit kahl rasiertem Kopf für die große Erlösung. Das dürfte es doch gewesen sein mit dem Klassenerhalt. Halle punktgleich jetzt mit Essen, aber auch mit dem besseren Torverhältnis. Gut getimte Flanke und Andor Bolicki steigt im entscheidenden Moment hoch. Drittes Saisontor für ihn, große Erlösung. Da atmet auch HFC-Trainer Sreto Ristić an der Seitenlinie mal ordentlich durch. Die Zeit, sie rennt dahin. Wann ist hier endlich Schluss? Essen dann sogar noch mal mit einer Aktion. Müsel mit der Riesenmöglichkeit zum Anschlusstreffer. Ganz klicklich, wie er den hier vorbeilegt. 85. Spielminute, bitter für Essen. Und auch nicht auszumalen, wenn der hier noch auf 1:2 gestellt hätte. Der HFC heute, das muss man wirklich sagen, auch mit ganz viel Glück unterwegs. Das war eine knappe Kiste, kurz vor Schluss, Müsel, den lässt er liegen. Das Spiel war nicht besonders, aber es ist wahnsinnig viel Druck auf dem Kessel gewesen und die Jungs haben es jetzt auf den Punkt gebracht. Wir sind froh, dass wir das Spiel gewonnen haben, aber es ist eben noch nicht vorbei. Wir haben noch ein paar Aufgaben und die wollen wir auch so angehen. Halle also mit dem erlösenden Heimsieg 1:0. Sebastian Müller in Halbzeit 1. Für ihn kam dann in Halbzeit 2 Andor Bolicki rein. Da hatte Trainer Sreto Ristić wirklich ein goldenes Händchen bewiesen. Der Kroate, der den Klassenerhalt mit einer Serie von 10 Spielen ungeschlagen ja erst möglich gemacht hat. Jeder, der auf dem Platz ist, kämpft für ihn auch. Geiler Typ und geiler Trainer. Der HFC, er hat den Klassenerhalt also so gut wie in der Tasche. Große Erleichterung in Halle. Kein Wunder nach dieser sehr durchwachsenen Saison. Jeder hat gesehen, wie wir in den letzten 4 Monaten gearbeitet haben, wie wir immer enger zusammengerückt haben als Team. Und ja, wir haben einfach Gas gegeben und ich denke mal, jeder hat es gesehen, dass wir uns das verdient haben. Und das gegen unzählige Widrigkeiten. Gemeinsam haben sie es also doch noch gewuppt. Da wird heute in Halle ordentlich gefeiert werden. Der Klassenerhalt für den HFC, er ist vermutlich safe. Am 23. Spieltag, als Sreto Ristić nach Halle kam und der HFC 4 Punkte Abstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz hatte, hätten das wohl die wenigsten erwartet.